Brennstoffzellen und Stuttgart finde ich sehr wichtig, weil das ist eigentlich die Zentrale der Innovation hier in Baden-Württemberg. Da sind viele Hightech-Unternehmen, viele traditionsreiche Unternehmen, die sich sicherlich umstellen müssen. Und es sollten da mehr Start-ups rein. Es gibt viele Universitäten, es gibt viele Hochschulen, junge Leute, die das wollen. Und das Zukunftsthema, das wichtige Thema überhaupt, gehört auch hierhin. Ich hoffe, es geht mehr um Umsetzung und nicht um, wie schwer doch alles ist und wie hoch man skaliert. Es sollten Themen auch dabei sein, wie kann kleine, mittelständische Start-up-Unternehmen stärker beteiligt werden und wie kann man zusammen mit den Großen zusammenarbeiten. Aber ein bisschen konkret wäre schon schön. Immer am Puls der Zeit bleiben. Es geht so viel, es geht so schnell heute. Man darf den Anschluss nicht verlieren. Man sollte gucken, dass man selber was nach vorne bringen kann. Dort trifft sich alles, was wichtig ist. Und der Austausch, die Kontakte, die man dort knüpfen kann, sind sehr, sehr wichtig.